Der tiefe Staat, ein Thema, das uns den ganzen Untersuchungsausschuss lang beschäftigt hat. Was es hier Neues gibt und was die erste Verurteilung dazu betrifft, mehr dazu gleich nach dem Intro. Danke für die vielen neuen Abonnenten, die auf diesem Kanal in den letzten Tagen dazugekommen sind. Wer informiert bleiben möchte, bitte einfach ein Like da lassen, ein Abo klicken und vielleicht auch noch die Glocke aktivieren. Wir haben uns in den letzten Monaten immer wieder mit dem tiefen Staat der ÖVP auseinandergesetzt und vielfach ist von der ÖVP die Meldung gekommen, naja, diesen tiefen Staat gibt es natürlich nicht und das wäre nur eine Erfindung der FPÖ, um die ÖVP sozusagen hier in ein schiefes politisches Licht zu rücken. Aber mitnichten ist das so. Denn wir haben in den letzten Tagen vor allem von einem Fall gehört, der genau das, was wir immer gesagt haben, auch bestätigt hat. Und zwar ist es jener Fall von Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Wien, Oberstaatsanwalt Johann Fuchs, der in den letzten Tagen auch genau deshalb vor Gericht nicht rechtskräftig verurteilt worden ist. Worum geht es hier genau? Es geht einfach darum, dass ganz offensichtlich der persönliche sozusagen Assistent von Christian Pilnacek, eben dieser Johann Fuchs, Informationen aus den verschiedensten Akten bzw. in den verschiedensten rechtlichen Angelegenheiten auch an diesen weitergegeben haben soll. Und weiters geht es auch um eine Falschaussage dazu im Untersuchungsausschuss. Nun muss man sagen, dass der Leiter einer Oberstaatsanwaltschaft ja nicht nichts ist und spannenderweise wurde er zwar am Beginn dieser Vorwürfe auch suspendiert, aber später wieder genau in diesem Bereich von Alma Sadic eingesetzt. Nichtsdestotrotz kam das Gericht in Innsbruck jetzt zu dem Schluss, dass diese Vorwürfe stimmen müssen und hat diesem Johann Fuchs auch zu 73.000 Euro Geldstrafe verurteilt. Das muss man sich mal vorstellen, das ist kein geringer Betrag und ich glaube auch nicht, dass es sich hier als Folge dessen um eine Lappalie handelt. Das heißt also, wir sehen ganz klar, dass der Chef einer der wichtigsten Staatsanwaltschaften Österreichs ganz, ganz locker mit Amtsgeheimnis und Daten umgegangen ist. Und da muss man sich natürlich die Frage stellen, gibt es in Österreich eine Zweiklassenjustiz oder gibt es die nicht? Ist vor Gericht wirklich jeder gleich oder gibt es dann vielleicht doch irgendwie Menschen, die gleicher sind? Wir erinnern uns an den Skandal rund um Wolfgang Brandstätter, den ehemaligen Verfassungsrichter und Justizminister, wo ja ähnliche Vorwürfe im Raum stehen. Da geht es sogar um den angeblichen Verrat einer Hausdurchsuchung beim ÖVP-nahen Milliardär Theuner. Also insgesamt denke ich, dass es im Justizbereich sehr, sehr viel aufzuräumen gibt, nachdem die ÖVP hier durchgefegt ist wie ein Orkan. Und ich denke, es ist auch wichtig und wäre auch wichtig, dass die Bevölkerung endlich wieder Vertrauen in die Justiz fassen kann und sich dessen sicher sein kann, dass sie vor der Justiz entsprechend objektiv behandelt wird, wenn man überhaupt mit der Justiz in Verbindung kommt, was man sich ja zumeist nicht wünscht. In diesem Zusammenhang ist also der tiefe Staat der ÖVP einmal mehr klar herausgearbeitet worden. Ich bin gespannt, was schlussendlich dann auch rechtskräftig bei diesem Urteil gegen Magister Johann Fuchs herauskommt und welche Ablenkungsmanöver die ÖVP wiederum durchziehen wird, um genau von den eigenen Unzulänglichkeiten abzulenken. Das Spiel kennen wir. Wir wissen auch, wie die Berichterstattung der letzten Tage unter Beisein der ÖVP oder unter Regie der ÖVP funktioniert hat. Ja, am Ende, und ich habe es prophezeit, kommt dann doch wieder die nächste grausliche ÖVP-Geschichte und das wird am laufenden Band so weitergehen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag.